Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 22. November 2019 mit einem kurzen und spontanen Video und zwar eine Kartenlegung und zwar mit den geliebten Kipperkarten. Und zwar für dich als Single-Legung. Ist da eine Liebe oder kommt jetzt etwas, irgendetwas auf dich zu? Und das ist eine Single-Legung ist und da wir jetzt bald Wochenende haben und wir haben jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, vielleicht gehst du auch weg und möchtest auch einfach, ja, ausgehen, vielleicht mal tanzen gehen oder irgendwo hingehen und vielleicht kommt auch der eine oder der andere Begegnung auf dich zu, natürlich. Und wir wollen schauen, wie sich das denn auch entwickelt jetzt an dem Wochenende. Oder vielleicht ist auch jemand schon, den du in Aussicht hast. Vielleicht planst du auch ein Treffen mit ihm oder ihr seid beide irgendwo eingeladen auf den Geburtstag oder wie auch immer. Wir schauen jetzt einfach, wie sich dieses Wochenende für dich als Single sich entwickelt. Und bevor ich damit beginne mit dem Mischen der Karten, mit der Mischung der Karten, bitte ich dich einfach, dass du deine Augen schließt und natürlich erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst und während ich die Karten mische, dass du mir natürlich auch deine Fragen, deine Wünsche, deine jetzige und momentane Situation auch auf energetische Art und Weise in Gedanken auch zusendest. Schließe dabei bitte deine Augen. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ah, da kommen die weißen Tauben. Die weißen Tauben. Ach, wie schön. Ja, das wird eine spannende Wochenende. Eine spannende Woche. Wow, da fällst du auch als Hauptperson hier in dem Bild. Also großartig. Also da ist schon eine tolle Energie. Ja, also kränkelt man so ein bisschen. So, wie geht's dann weiter? Also irgendwie eine Traurigkeit noch. Warum ist da noch eine Traurigkeit? Na, wir schauen jetzt mal, wie sich das auch entwickelt. Also, die ist wieder ein Fusselchen, das kann ich dir auch sagen, wo dieses Fusselchen herkommt. Und zwar, wie du siehst auch, ich habe hier eine wunderschöne Geschenkset hier, das kannst du auch bei mir kaufen. Das ist von der magischen Manufaktur, also da ist eine Potpourri drin und das ist der Geheimnis der Aphrodite. Also das ist ein sinnlich harmonisierendes Spezialsalz, was du auch natürlich in dein Badesalz hinein tun kannst oder in deinen Kleiderschrank oder auch Stück weit auch in deine Handtasche in so ein kleines Säckchen hinein. Dann duftet das auch sehr, sehr sinnlich. Und wenn du jetzt solo bist, dann vielleicht auch das fördert auch so ein bisschen deine Energie, deine Ausstrahlung auch ein Stück weit, da sind auch Rosenblätter drin getrocknet. Also das duftet auch total herrlich. Also falls du Interesse hast, dann kannst du das auch bei mir bestellen, natürlich. Oh, Entschuldigung, übers E-Mail. Und da habe ich das eben in dem Video schon mal vorgestellt. Und da stammt dieses kleine Fusselchen, was ich hier gefunden habe. Und natürlich, ja, wie du mich dann auch jetzt mittlerweile kennst,
Also, ich werde das auch nicht von dem Video löschen, weil es einfach so ist. So, meine Lieben. Die Grundenergie ist hier die reiches Mädchen. Das ist immer so, ja, so eine heimliche Liebe, so eine Liebe, so eine neu erblühende Liebe. Also immer irgendwie, was noch so nicht ist, vielleicht auch so eine Schwärmerei, so eine Geliebte vielleicht auch. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also wirklich, da fühlt man sich auch vielleicht so gerade frisch verliebt oder so solo begehrt. Geht man raus, also und da legst du dich hier wirklich, das ist die unterste Karte, was sich jetzt hier auch allgemein zeigt. Also die erste Karte sind die beiden gefallen, also das heißt die gute Dame, das kann auch eine Freundin hindeuten oder jemanden hindeuten, jemanden, einen Menschen hindeuten, wo du wirklich, vielleicht auch weggehst heute Abend, aber es deutet auch auf eine Zusammenkunft hin. Vielleicht hast du auch eine Verabredung, vielleicht geht ihr irgendwie auch aus und auf jeden Fall, es findet auch ein Zusammenkommen statt. Und zwar, das wird auch eine gute Ausgang in der Liebe sein. Also soweit ich das hier sehe, Love is in the air. Also Liebe liegt in der Luft heute, obwohl ich überhaupt kein Englisch so aussprechen kann, aber das kam mir jetzt auch wirklich dieses Lied. Also so, dieses Gefühl, also so ein total romantisches, ja, Lied, romantisches Gefühl, also ein Zusammenkommen, also vielleicht spürst du auch schon meine Energie, dass ich da auch so ein bisschen diese Leichtigkeit auch heute habe. Auf jeden Fall, ja, so wird auch dieses Wochenende hier sein. Toll, ja, für dich. Kann aber auch sein, dass du auch von der Arbeit aus weggehst oder etwas durch diese Arbeit unternimmst oder wird ein Zusammenkommen stattfinden. Vielleicht auch fährt ihr in der Stadt weg oder geht ihr in der Stadt aus. Also es kommt eine Veränderung, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, wo man auch mit den, wo viele Menschen gibt, ja, also so eine Veränderung auch wirklich stattfindet, vielleicht eine Verabredung, vielleicht geht ihr auch gemeinsam essen oder irgendetwas, eine Verabredung, vielleicht auch feiert ihr auch irgendetwas, also hier der Kirchturm würde ich jetzt auch vielleicht sagen, das könnte jetzt auch eine Hochzeit oder eine Einladung oder irgendwie was in der Kirche auch sagt, eine Taufe oder wie auch immer. Die weißen Pferde stehen ja generell für eine Bewegung, ganz viel Bewegung, weiß, weiß ist immer Reinheit, also wird immer was sehr Schönes sein, was Positives sein, das könnte jetzt auf einen Umzug hindeuten, vielleicht, ja, bist du auch am Umziehen und ja, zum Ende des Tages feiert ihr diesen Umzug und vielleicht helfen dir auch deine Arbeitskollegen oder du arbeitet hier auch die ganze Nacht und also da kommt also auf jeden Fall eine positive Zusammenziehen, Zusammenkunft generell hin, super schön. Also auch unverhofftes Geld, unverhoffte Fülle, unverhoffte Freude auf dich zu, Entschuldigung. Also kommt es auf dich zu, also du bist voll in deinem Flow, in deinem Füllebewusstsein an diesem Wochenende. Also das ist doch schon mal wirklich großartig. Auch diese Lockerheit spüre ich bei dir auch unbewusst. Also vielleicht warst du schon ein bisschen kränkelig, vielleicht warst du auch die Woche etwas niedergeschlagen, vielleicht warst du auch so ein bisschen krank und das kommt wieder, also Amtsgericht kommt wieder alles in den rechten Bahnen. Es wird alles neu gerichtet, wird alles wieder offiziell gut. Also du schaust auch hier in dieses Amtsgericht, steht immer für Gericht, steht immer für etwas ins rechte Licht drücken, rechts biegen, etwas, ja, kommt wieder in geregelte Bahnen, so für dich. Also die Traurigkeit, also was hatte die Traurigkeit bei dir? Vielleicht hat dich auch eine traurige Nachricht erreicht. Vielleicht die Woche war das so, also die Grundenergie, diese traurige Nachricht.
Allerdings sehe ich hier, dass es hier zu hohen Ehren kommen kannst du. Also vielleicht hast du auch hier irgendwie was Negatives diese Woche zum Beispiel erfahren. Trotz all dem entwickelt sich das aber zu dir, für dich, also zum Höchsten und zum Besten, also zu hohen Ehren kommen. Das bedeutet immer, es findet ein Wachstum zu Wochenende statt. Also das kann sein auch erstmal in deinem Wohlbefinden, aber auch was kann bedeuten, dass sich bestimmte Dinge so für dich ergeben, bestimmte Situationen sich für dich ergeben oder bestimmte Möglichkeiten, wo du auch wirklich daran wachsen kannst. Und du bekommst auch wirklich eine angenehme Brief nochmal als Wiedergutmachung oder Wiederentschädigung, vielleicht auch ein Stück weit, wo du nicht mit gerechnet hattest. Also hier dieses Unverhoffte, also es kommt etwas Unverhofftes auf dich, vielleicht auch was Spontanes. Und es kann auch sein, dass du also so ganz spontan vielleicht auch eine kleine Reise antretest, wo du sagst, auch so, ich fahre jetzt mal weg, ganz spontan, schaue mich einfach um und so spontan wie ich bin, ich entschließe mich, meinetwegen, ich mache jetzt irgendwie von der Arbeit aus, mit einem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin fahre ich jetzt einfach auf ein Wellnesswochenende oder ich mache irgendetwas ganz, ganz Spontanes, ja, und dann rückt das Ganze so in rechte Licht. Also das Ganze, also auf jeden Fall ist so Liebe in der Luft, also eine positive Energie in der Luft. Ja, also so ein ganz spontane, vielleicht auch eine Städtetrip. Ja, also auf jeden Fall, liebe Engelchen, wann darf ich jetzt hier die Karten aus? Oh, schau mal hier, da kommt der Herzensmann. Der Herzensmensch, also deine bessere Hälfte, ja, also deine andere Hälfte, und zwar das Gefängnis. Also das heißt, er fühlt sich vielleicht ein Stück weit gefangen oder halt auch, also in der Öffentlichkeit, Gefängnis kann auch jetzt sein, also dass es in eine Institution arbeitet, wo dem seine Hände gebunden sind. Das kann natürlich auch bedeuten, ja. Also ich deute die Karten wirklich intuitiv und ja, ich hoffe, das gefällt dir und es kommt auch gut bei dir an. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du mich das mit Sicherheit auch wissen lassen und dafür danke ich dir. Ja, also wie kannst du das wissen lassen? Indem du einfach auf ein Like klickst. Und wenn es dir halt nicht gefällt und auf ein Dislike klickst, dann ist das auch ganz okay, kann ich auch mitleben, kann ich auch gut annehmen. Das sehe ich immer, also ich sehe Kritik sehe ich immer als Grund, etwas zu verbessern, etwas zu verändern. Also an in mir selber zu wachsen. Also Kritik ist total, das gehört auch zu unserem Leben, ist auch willkommen. Wenn das dir nicht gefällt, also hinterlass mir auch bitte auch den Dislike, damit ich dann auch merken kann, okay, vielleicht hast du zu viel gequatscht, vielleicht warst du so ein bisschen zu sehr witzig, zu locker, was kannst du da verändern? Das ist auch alles bei mir willkommen. Und natürlich du auch, ja? Ja, weil, also wir wachsen gemeinsam, natürlich, ja? Also ich wachse durch euch und ihr auch ein Stück weit, vielleicht auch durch meine Impulse, was ich euch hier, das sind ja noch gar nicht meine Impulse, sondern auch aus dem geistigen Welt oder die Impulse der Engel, die jetzt durch diese Karten halt zu dir finden oder zu dir kommen. Spannend. Also wie ich das sehe, du bist voll in deine Mitte. Großartig. Also das vorab gefällt mir schon mal sehr gut. Also auf diese Grundenergie, ja, also schau mal, hier kommt eine Veränderung auf dich ein. Vielleicht bist du wirklich unterwegs, vielleicht bist du wirklich in der Stadt und das ist vielleicht auch ein Geschenk für dich oder fühlt sich das wie ein Geschenk an, also etwas Positives, also ja, oder du freust dich da auch wirklich darauf. Du bist voll in deine Stabilität. Großartig, also wirklich super, super Wochenende. Freue dich, auch wenn du ein Single bist, freue dich. So, dein Herzensmensch oder dein Gegenüber dagegen, also Kopflage. Kopflage ist immer so ein bisschen, ja, nicht so gut. Nicht so gut geerdet auch vielleicht. Also das kann auch bedeuten, dass man auch wirklich beruflich wirklich zu sehr überfordert ist und also gar keine Auszeit für sich genommen hat, vielleicht auch zu wenig geschlafen hat, zu wenig getrunken hat. Ich muss auch ein bisschen trinken.
viel gearbeitet hat, wenig an der frischen Luft war, kaum was gegessen hat, weil das alles gehört auch zur Erdung, ja. Also ich sehe auch hier so psychisch angeknackst, also ist auch so ein gewisses Verlustdenken, also der Diebstahl ist auch so ein bisschen Verlust, aber das deutet mir auch vielleicht hier auf diese Gläser hin, vielleicht zu tief in den Glas geschaut hat. Ja, also dein Gegenüber, das kann natürlich auch bedeuten. Und da ist etwas nicht im Gleichgewicht. Das heißt also wirklich entweder wirklich nicht viel geschlafen, wenig gegessen, wenig getrunken, vielleicht zu viel Alkohol getrunken, etc. Ja, zu wenig an der frischen Luft gewesen, zu wenig sich bewegt. So, und der steht Kopf, aber ist schon in deiner Linie. Vielleicht aber auch wirklich, ihr kennt euch eventuell schon auf der Arbeit oder habt ihr euch durch die Arbeit begegnet. Also hier ist das große Glück für dich generell. Durch die Arbeit wirst du diesen Menschen auch vielleicht kennenlernen. Ja? Und bei ihm ist ja auch hier, kann auch sein, dass er noch vergeben ist oder halt aber auch sich eine feste Partnerschaft wünscht. Möchte alles ins Gleichgewicht bringen, das ist aber noch momentan so eine heimliche Liebe oder so ein, vielleicht so eine, ja, so eine lockere Verbindung zu dir, oder befindet er sich noch in einer Beziehung und wünscht sich dann halt eine lockere Verbindung, fühlt sich in seine Ehe gefesselt hier, das Gericht steht auch wirklich, dass es halt amtlich ist und wünscht sich aber diese Liebe zu dir eventuell. Kann sein, dass ihr euch begegnet und auf jeden Fall, der ist noch vergeben. Das kann natürlich auch bedeuten. Wir schauen jetzt einmal, wo du hinschaust. Also du bist mittendrin, also voll auch im Gefühl, auch in deinem Kopfdenken. Also alles passt so bei dir, ja. Und ja, du bist positiv ausgerichtet. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Du bist so positiv ausgerichtet. Also wirklich, wenn ich die Karten sehe, dann würde ich dich jetzt wirklich anstrahlen, wenn du mir hier gegenüber sitzen würdest, würde ich sagen, wirklich, ich gratuliere dir. Also dieses, ja, du bist ganz offen und ja, also du bist auch beweglich, du fährst auch irgendwo hin. Also es werden auch Nachrichten, positive Nachrichten auf dich zukommen. Das entwickelt sich auch bombastisch, großartig, also zu hohen Ehren kommen. Das ist also so, was du jetzt zeigst. Unbewusst, aber denk dran, unbewusst auch auf deine Seelenebene. Das sind oft deine Ängste, deine Gedanken, was dich dann prägen. So wie du dich zeigst jetzt. Unbewusst zeigt sich hier aber so eine kurze Krankheit. Vielleicht auch dir ging es vor einiger Zeit nicht so gut, ja. Vielleicht hatte das auch irgendwie mit dir, mit dem Gericht zu tun. Vielleicht auch mit deiner Verbindung noch, Partnerschaft. Oder du hast auch gerichtliche Dinge gehabt, was nicht ganz im Gleichgewicht war. Was ja, du warst selber vielleicht nicht ein Stück in deinem Gleichgewicht, und auch wenn du jetzt auch so total gutmütig bist und total positiv bist, unbewusst hast du Gedanken hier, ja, es könnte irgendwie noch eine Rivalin eventuell für dich da sein, oder es könnte dir jemand etwas Schlechtes wollen, also eine falsche Person könnte da sein, die sich eventuell im guten Person sich für dich zeigt, und das hat dich so ein bisschen krank gemacht. Vielleicht hast du auch hier bestimmte Gedanken, dass du, ja, dass du denkst, ist das denn auch richtig, ist das denn auch falsch? Also sowas könnte dich hier auch bewegen, ja. Aber wir reden ja übers Wochenende. Dein Gegenüber, ja, also du drehst dich so ein bisschen auch weg und du zeigst dieses Unnahbare, ja, also so ein bisschen dieses Kühle, diese Fäsche, finde ich auch großartig, ja. Dein Gegenüber ist in deinem Feld schon, in deiner Umgebung. Also er schaut schon hier auf sein Zuhause, auf seine Stabilität, auf sein festes Einkommen. Also diese gute, reiche Herr auch wirklich. Allerdings sein Zuhause, sein Basis ist nicht so stabil, wie er so wirklich tut, ja.
auch bei dir ist das so ein bisschen, ja, also wie gesagt, da ist noch im Vergangenheit waren da einige Dinge und auch bei dir bedarf das halt auch noch so ein bisschen, dass du auch mehr in deine Stabilität kommst. Du entwickelst dich zwar großartig schon und positiv, aber trotzdem achte immer darauf, dass die Basis, dein Fundament, wie du auch dein Leben vorstellst, was du auch wirklich in deine kommende Beziehung, was dich auch erwartet, dass du da wirklich in deine Klarheit, in deine Sicherheit, in deine Stabilität bist. So, und natürlich hier dein Gegenüber ist auch nicht so gut geerdet, also achtet zwar auf seine Einkommen, momentan beschäftigt ihm wirklich das Wohnzimmer, das Zuhause, die Stabilität, das Geld. Und vielleicht plant er auch schon Urlaub oder sehnte sich auch nach dieser Stabilität zu Hause. Also der Anker ist immer so, möchte also wirklich sicher sein, dass er auch angekommen ist. In seinem Unterbewusstsein fühlt er sich ein Stück weit gefangen. Vielleicht ein Stück weit auch gefangen in den Gedanken. Ja, diese heimliche Liebe zu dir eventuell fühlte sich gefangen in diese Verbindung oder fühlte sich so angezogen von dir, dass es, er kann gar nicht anders denken. Also das ist wie ein Gefängnis, wie eine Flucht und Segen, Flucht und Segen zugleich. Und das möchte er gerne unbewusst transformieren. Also da ist so eine heimliche Liebegeschichte zwischen euch eventuell, ja. So, und also wie gesagt, er schaut hier auf seine Stabilität, er möchte auch wirklich langfristig diese Stabilität treffen, auch die Sehnsucht ist da, allerdings auch möchte er auch eine feste Verankerung, aber wie gesagt, er ist noch nicht ganz stabil, also wem du auch begegnen wirst, ja, wie ich auch sagte, eventuell hier und da hat er auch noch ein Suchtproblem, ja, könnte auch bedeuten, ja, könnte auch bedeuten, dass er vergeben ist. Na, wie geht es jetzt mit euch weiter? Also, die traurige Nachricht wird für dich sein, dass du erfährst, dass da auch irgendwie noch eine Verbindung, dass es noch jemand anderes, gut, dass es vielleicht eine gute, liebe Frau noch an seiner Seite gibt, vielleicht auch verheiratet ist und das macht dich so ein bisschen traurig, weil du ihm so generell so positiv einschätzt, wie ein gutherziger Herr oder ja, ist jemand schon ein attraktiver Mann und ja, ist für dich dann auch so ein Stück weit so ein Rückschlag wie Verlust, ja, und das verändert das Ganze. Vielleicht aber auch kennst du ihn auch, ja, von deiner Arbeit, also eine Veränderung und das entwickelt sich Stück für Stück oder du hast ihn auch kennengelernt in der Öffentlichkeit, vielleicht auch in der Stadt oder irgendwo am Reisen, hast du wirst du ihm begegnen, auf jeden Fall bedarf das erstmal eine einige Zeit Arbeit, bis das jetzt wirklich ein guter Ausgang hier und ein Zusammenkommen in der Liebe stattfindet. Also wir haben fürs Wochenende gefragt, es kann sein, dass es noch am Wochenende noch kein Zusammenkommen gibt, sondern erstmal eine erste Begegnung. Ja? Schau einfach so, welche Situation dich auch jetzt an diesem Wochenende erwartet, falls du wirklich jetzt hier Single bist oder Solo bist. Ich bin Solo, ich bin Solo. Warum singe ich jetzt Schlager? Ich weiß es nicht. Also ich mag überhaupt keine Schlager, überhaupt nicht. Also es wird eine Zusammenkunft stattfinden, innerhalb 3 Monaten so eine richtige Zusammenkunft, also so richtig, wo ihr euch also zueinander auch bekennt, das ist schon mal großartig, ja. Also, dein Gegenüber denkt auch daran, also zerbricht dir schon den Kopf, also ich habe das Gefühl irgendwie, dass da schon eine Verbindung da ist, unbewusst. Also dass es jetzt kein ganz neuer Mensch und ganz kein neuer Begegnung ist, weil der ist schon in deinem Feld und du nimmst ihn so vielleicht noch gar nicht so richtig wahr, weil du halt noch Single bist, aber der hat dich schon im Blick, der hat dich im Visier. Der hat dich im Visier, also ich werde auch heute Bogen schießen. Ich freue mich darauf, ich visiere und fokussiere mein Ziel wieder. Sehr schön, also es geht hier wirklich darum, dass er halt so
Gedanken hat, vielleicht auch so eine heimliche Liebe, das beschäftigt ihn auch und ja, der macht sich Gedanken, wie der halt auch in der Öffentlichkeit, wie der auf dich offiziell zukommen sollte, also möchte etwas ins Gleichgewicht im Gericht bringen. Gericht steht für mich immer etwas in rechten Licht bringen oder etwas, ja, dass sich das halt auch entwickelt, ne? Mit euch, dass es etwas mit den rechten Dingen zugeht, kann das natürlich auch bedeuten. Ja, und ja, auf jeden Fall arbeitet er da dran. Also das ist also für ihn wie ein Geschenk. Also du bist für ihn in diesem jetzigen Situation, bist du in sein Leben gekommen, wie ein Geschenk. Also du ganz unverhofft, unerwartet, vielleicht seit längerem betrachtet er dich so oder vielleicht wohnt ihr auch räumlich voneinander getrennt, ja, so da ist noch eine gewisse Entfernung oder seit längerem betrachtet er dich als Geschenk und da kommt jetzt nochmal ein Lied, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Warum singe ich heute Schlager, ist doch verrückt, ja, tausend eine Mal. Und dann hat Boom gemacht, ja. So, auf jeden Fall, vielleicht seit längerem spielt er mit den Gedanken, das könnte wirklich auch eine Arbeitskollege sein, ja. Und also, das ist ein großes Glück für ihn, also total schön. Und er macht sich auch vielleicht ganz, ganz viele Gedanken, wie der hier auf dieses Neuanfang mit dir auch starten sollte. Also das ist total spannend. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir schon sagen, da ist jemand in deinem Feld. Und wir haben fürs Wochenende gefragt, also du bist total positiv ausgerichtet, offen. Also ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß, geh raus und genieße auch dieses Zusammenkommen. Es wird ein guter Ausgang in der Liebe sein, also lass ihm seine Themen noch machen, lass es auf dich zukommen. So, und beobachte auch wirklich, kann auch sein, dass er wirklich zu tief in den Glas geschaut hat oder halt auch so bestimmte Verlustängste bei ihm sich zeigen. Vielleicht ist er denn auch noch vergeben, vielleicht hat er denn auch eine problematische Partnerschaft oder ist er auch geschieden? Das Gericht kann auch dafür hindeuten, dass er getrennt und geschieden ist, dass es auch ganz viel Traurigkeit und ganz viel Kummer mit sich gebracht hat, dass da halt die, vielleicht auch noch die bestehende Partnerin oder die Frau also ganz falsch gehandelt hat, also wie eine falsche Person sich hier auch zeigt, also die auch wirklich vielleicht nur ihre eigenen Interessen vertreten hat. Also sowas in diese Richtung kannst du, kann der auch erlebt haben. Also das kannst du so mal in deinem Hinterkopf so ein bisschen ja, offen halten, falls ihr euch unterhaltet. Also auf jeden Fall, der hat dich im Blick und der schaut dich an und du zeigt sich so ein bisschen unnahbar und drehst auch so ein bisschen den Rücken zu. Ja, also natürlich kann das auch hindeuten, dass ihr einen gewissen Altersunterschied zwischen euch habt. Das wollte ich jetzt auch noch mitteilen, dass ihr also entweder, dass du ein bisschen älter bist oder dein Gegenüber, also ein Altersunterschied wird definitiv hier eine Rolle spielen in dieser Verbindung, ja. So, dann komme ich jetzt auch zu Ende und ziehe noch jeweils eine Karte hier aus den Liebesorakel Amos Botschaften und dann frage ich auch noch den Geistführer, was er dir rät, ja. Also, was denkt der Herzensmensch von dir? Ja, der bekommt ein Ja heute, der denkt ja. Das ist es. Sie ist es. Sie ist es. Und was denkst du von deinem Herzensmensch? Und du denkst, weil das so was Besonderes ist, du denkst, dass das die Zwillingsseelen seid und eure Leidenschaft ist entflammt. Und da fällt mir die Karte raus, also die unterste, die sexuelle Vereinigung. Respektiere dem Ort den anderen, wo ihr beide eins seid. Ja,
Und das heißt, also so richtig zusammenkommen wird dieses Wochenende noch nicht der Fall sein. Was habe ich gesagt? Innerhalb 3 Monaten wird das sein. Aber es gibt Anbahnen auch noch auf jeden Fall. Also schon die erste Begegnungen, vielleicht geht ihr auch essen und all diese Dinge, ja? Und das ist doch schon mal großartig, oder? Und jeder hat erstmal Weihnachten und dies und jenes und also freut euch, also innerhalb 3 Monate, das ist dann halt vielleicht in den Mondjahr, Richtung Frühling, ja? So, bitte, Geistführer, für den Solo, für deinen, vielleicht auch für deinen geheimnisvollen Mann oder Mensch oder Seele. Und eine Karte für dich. So. Was euch verbindet, deine Macht ist die Liebe. Also bei euch beiden ist die Macht die Liebe. Und für dich kommt, hab doch Selbstvertrauen, dass du nicht Single bleibst, sondern dass sich das auch entwickelt, ja? Und dein Gegenüber, der geheimnisvolle Mann oder die geheimnisvolle Frau, macht Dankbarkeit zu deiner Grundhaltung. Umso mehr Dankbarkeit dein Gegenüber ausstrahlt, umso mehr positive Ereignisse zieht er in seinem Leben, umso mehr schönere Dinge entwickeln sich dann auch in seinem Leben. Das ist doch schon mal großartig. So, meine Lieben, ich hoffe, das konntest du für dich annehmen und bist du hier mit in Resonanz gegangen. Und wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr freue ich mich, wenn du natürlich auch hier meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Video auch live dabei bist. Also wenn du eine persönliche, ganz persönliche Beratung bei mir buchen möchtest, also unter dem Video in der Infobox findest du auch den Kontakt zu mir. Und schreibe mir eine E-Mail über den Kontaktformular meiner Homepage und am besten auch trägst du ein, wann es für dich am besten passt. Morgens, vormittags, mittags, nachmittags oder am Abend. Je nachdem, wie du arbeitest, damit ich das auch direkt berücksichtigen kann bei der Terminvereingabe für dich. Natürlich, wenn du etwas Persönliches, wie zum Beispiel eine Videoberatung möchtest, obwohl ich das rausgenommen habe aus meinem Shop. Trotzdem hast du die Möglichkeit, für das neue Jahr diese Beratung auch in Videoform zu buchen. Natürlich empfehle ich immer am besten einen persönlichen Kontakt, weil dann hast du so viele Möglichkeiten, einfach auch Fragen zu stellen. Und wirklich kann ich auch bei dir schauen, als Medium auch, wo du da noch bestimmte Dinge hast, was wir auch auflösen können, bestimmte Gefühle, die auch dir hochkommen. Aber wenn du das sagst, also ich möchte das gerne als Videoformat, dass ich das auch immer wieder anschauen kann, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. So, solltest du an meinem Wochen- oder Monatsangebot Interesse haben, dann empfehle ich dir dies auch, also in Kürze zu buchen, da es nur noch wenige Kartendecks hier auf Wolke 7, Rega auf Wolke 7 Kartendecks gibt. Natürlich habe ich eine Nachbestellung geordert. Das wird aber auch noch einige Zeit dauern und ich weiß auch gar nicht, ob das dann doch bis Weihnachten auch alles schon fertig ist. Also wenn du dir noch eine Kartendeck sichern möchtest, dann buche noch schnell dieses Angebot, was du auch noch in meinem Shop findest. So, ich komme hier zu Ende mit dem Legung und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und natürlich wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende. Genieße auch diese vorweihnachtliche Zeit. Und nächste Wochenende haben wir bereits den ersten Advent. Ich werde am ersten Advent eine Reiki 2 Seminar hier in meine Praxis geben.
Und vielleicht ist das auch was für dich noch kurzfristig, dass du daran auch noch teilnimmst und dir das noch als Geschenk gönnst jetzt für dieses Jahr, dass du sagst, ich wollte immer mal die Reiki 2 machen und diese Wochenende gönne ich für mich und ich möchte mich auch weiterentwickeln. Vielleicht bringt dich das auch in deine Liebe, in deinem Prozess auch ein Stück weit weiter. Mit Reiki 2 kannst du viele Dinge auch in deinem Leben schon positiv beeinflussen und lernst du hier bei mir in der Praxis, wie du auch dein Leben einfach in eine positive Bahnen lenken kannst. Lese dich ein, das sind die einzelnen Punkte aufgelistet, also in meine Homepage und dann lernst du das, wie du natürlich jede einzelne Punkt auch wie lange und wie du das auch machen kannst und behandeln kannst. Wenn du noch keine feste Partnerschaft hast, dann kannst du auch so ein Stück weit auch so ein bisschen deinem Schicksal auf die Sprünge helfen und kannst du dir mit Reiki 2 die passenden Partner in dein Leben ziehen, natürlich auch bestellen oder halt auch beruflich oder wie auch immer, in welche Richtung du dich auch natürlich entwickeln möchtest. Also ein Platz ist noch zu vergeben. Also nächste Wochenende ist das bereits. Also ich wohne hier in der Nähe von Köln und freue mich, wenn du das noch ganz schnell für dich noch reservierst und an diese Fortbildung auch teilnimmst. Natürlich bekommst du auch ein Zertifikat und auch eine Rechnung. Ich freue mich auf dich. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.